Vor dem großen Bruder auf dem Weg zum Überwachungsstaat. Ich wollte vielleicht noch mal Herrn Schmidt bitten, seine Ängste, seine Bedenken zu formulieren, vielleicht aus seiner eigenen Anschauung heraus. Ja, ich gehe davon aus, dass Technik, die entwickelt wird, auch eingesetzt wird. Einfach aus einer gewissen Sachzwanglogik heraus. Die Technik produziert etwas, man kann damit etwas anwenden. Ich gebe am besten mal ein Beispiel. Und zwar wurde ein System entwickelt, das Autokennzeichen mit einer Videokamera aufnehmen kann. Diese Kamera kann an der Straße montiert sein und ein Computer kann selbstständig diese Autokennzeichen auswerten. Das heißt also, wenn solche Systeme in naher Zukunft an manchen neuralgischen Punkten wie Elbtunnel, Brennerautobahn und so weiter installiert werden, kann ich auch in der Beziehung mit der Technik eine Überwachung durchführen. Sind wir Ihrer Meinung nach auf dem Weg in den Überwachungsstaat, Herr Schmidt? Potenziell technisch ist sehr, sehr viel machbar mittlerweile. Ich glaube, das wird ganz stark unterschätzt. Und mittlerweile, um ein Beispiel zu nennen, diese Glasfaserverkabelung produziert auch die Möglichkeit, Videobilder von einem Ort zum anderen Ort zu übertragen. Herr Burkhardt, vielleicht dazu? Ja, das ist natürlich. Herr Schmidt unterstellt immer wieder, Technik, die vorhanden ist oder was technisch machbar ist, wird auch gemacht. Ich wehre mich gegen Ihre Unterstellung, gegen die Unterstellung des Technikers, und ich sage das ohne Bissigkeit, des reinen Technikers, dass alles das, was er könnte und was er während seiner Tätigkeit im BKA auch einrichten wollte, von ihm sind ja viele Ideen ausgegangen und er ist von Kriminalisten abgebremst worden, das nur mal am Rande, dass diese Technik auch eingesetzt wird, um den gläsernen Menschen zu schaffen. Das war die Ausgangsposition und die Ausgangsfrage. Ich wehre mich aber, und insofern, ich will das nicht als Unredlichkeit bezeichnen, vielleicht als Unkenntnis. Ich wehre mich aber dagegen, wenn ein Techniker behauptet, alles erfürchtet oder erfürchtet, die Furcht kann er ja noch aussprechen. Aber wenn er in Interviews etwa sagt, und diese Technik wird auch von der Polizei nackt und ohne jeden Vorbehalt angewendet. Übermittelt und die kommen direkt in die Matrix. Von hier werden sie über ein Coaxial-Kabel in eins von den Kennzeichenerkennungssystemen eingespeist. Die Kennzeichenlesegeräte, nicht die Kameras, sind das eigentliche Hirn der Anlage. Sie filmen nicht nur die Bilder, sondern lesen die Buchstaben und Zahlen der Kennzeichen in Echtzeit und erkennen so, wer legal fährt und wer schummelt. Die Technologie ist so gut, dass die Daten vor Gericht als Beweismittel gelten. Wichtig ist, dass die Daten eindeutig sind und niemand sie verändern kann. Daher haben sie einen hohen Beweiswert, der notwendig ist, wenn wir sie für Inkassozwecke benutzen wollen. Zu Widerhandlungen kommen teuer. Die Strafe für die Nichtzahlung der 5 Pfund Staugebühren beträgt 100 Pfund. Staukameras sind nicht die einzigen Beobachtungsposten in den Straßen dieser Megastadt. Andere Augen erkunden den menschlichen Verkehr. Sie achten auf andere, gefährlichere Gesetzesbrecher. London hat mehr Fußgängerüberwachungskameras als jede andere Stadt auf der Erde. Im Schnitt kommt eine Kamera auf 14 Einwohner. Man kann nicht vom Piccadilly Circus zum Trafalgar Square gehen, ohne digital erfasst zu werden. Die Kameras dienen nicht der Ausschnüffelung, sondern dem Schutz der Menschen. Es sind elektronische Schutzengel. Wie jedes Augenpaar übertragen die Kameras ihre Bilder zu einem optischen Nervenzentrum, das in diesem Fall tief unter den beobachteten Straßen liegt. Über Büros in ganz London ist das Kontrollzentrum der Videoüberwachungsanlage mit einer 500.000 Kameras verbunden. Allein in diesem Raum im Herzen der Stadt kontrolliert Nigel Manmohan mehr als 100 Bildschirme und hält Ausschau nach Bösewichten. Vielleicht stehen sie im Stau und plötzlich kommt da einer und zack ist er da und schlägt die Scheibe ein. Und wer weiß, was dann kommt. Wir hatten hier zwar nicht viele Carjackings, aber gelegentlich wird schon ein Fahrer so überfallen und man klaut ihm das Auto. In diesem Kontrollzentrum kommen wir auf etwa 700 Zwischenfälle pro Monat. Doppel-C-Kontrolle. Ah, da ist er. Kennen wir den?
Nigel ist im Deuten von Körpersprache ausgebildet. Und dieser Typ sagt ihm: Taschendieb. Er geht gerade über den Rupert Court, müsste also gleich auf der Rupert Street ankommen. Over. Normalerweise betrachtet Nigel die Bilder im Zeitraffer. Aber wenn er etwas Verdächtiges sieht, schaltet er auf ein Live-Bild um und zeichnet es auf. Das Video kann man dann vor Gericht verwenden. Nigel kann das Bild auch direkt zum Polizeirevier übertragen. Wenn Polizisten zum Tatort geschickt werden, kann er sie per Knopfdruck direkt zum Ziel führen. Er kann von Kamera zu Kamera umschalten, das Bild aus mehreren Blocks Entfernung heranzoomen und den Verdächtigen so besser verfolgen als ein Spürhund. Wir können den Kerl also aus allen möglichen Winkeln filmen. Die Polizei könnte eingreifen, er könnte die Sirenen hören. Wir könnten der Polizei sagen, also er ist gerade nach links abgebogen. Sie können einfach um den Block fahren und ihn von hinten beobachten, ohne dass er das merkt. Bald wird Nigel ein besseres Bild haben. Mit der Verbesserung der Gesichtserkennungstechnologie werden seine Computer eine Datenbank mit den Gesichtszügen tausender Krimineller bekommen. Sobald einer im Bild erscheint, werden die Computer ihn erkennen. Der Tag wird kommen, an dem ein Gauner sich nicht mehr in der Menge verstecken kann. Mit diesen scharfen Augen müssen Nigels Kameras diskret sein. Und das sind sie auch. In London werden jetzt intelligente Kameras installiert. Bewohner, deren Fenster im direkten Blickfeld einer Kamera liegen, können einen unkenntlich gemachten Bereich, die sogenannte Privacy Area, beantragen, in der die Kamera den Blick abwendet. Der Mikroprozessor der Kamera ist so intelligent, dass er weiß, wo er nicht hingucken soll. Wenn sie auf eine eingetragene Privacy Area gerichtet ist, erinnert sich die Kamera an die genaue Position und blendet das Bild digital aus. Das ist die Herausforderung in der meistüberwachten Stadt der Welt, das Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Privatsphäre. Top Secret. Hello, mate. Yeah. Okay. What? You all right there? Sorry. Yeah. Everything checked out. Cheers for that. Nigels dunkle Gestalt ist doch nur ein harmloser Käufer.